Hallo liebe Fahrradkanalfreunde und die, die es noch werden wollen. Heute sind wir am Halterner Stausee bei Haltern am See, dem gleichnamigen Ort. Ja, hier unser Startpunkt, etwas südlich von Hullon am Waldfriedhof, fahren wir bzw. radeln wir natürlich erstmal in Richtung Westen ein Stückchen. Dann in Richtung Norden direkt auf den See zu, fahren am Ufer entlang, kommen dann an dem südlicheren Teil des Stausees vorbei. Von dort übrigens kann man auch mit dem Schiff, mit so einem Passagierschiff, eine Runde auf dem See fahren und wir fahren dann Richtung Norden. Ja, hier auf der Karte sind wir schon am Schloss Süthen, gegenüber die Süthener Mühle. Wir radeln weiter in Richtung Norden und überqueren gerade die Bahnstrecke. Ja, und wir gelangen nun zu den alten Baggerseen. Zur linken war gerade der Silbersee Nummer 3 zu sehen. Wir machen einen kleinen Schlenker hier nach links, also quasi Richtung Nordwesten. Ja, und wollen dann hier ein Stückchen an dem Heubach entlang radeln, um dann hier an der großen Teichmühle Kaffee zu trinken. Ja, von dort aus geht es dann wieder zurück. Allerdings diesmal an einer anderen Stelle wieder zurück über die Bahn und ja, warum ist jetzt hier ein Halt in der Karte? Ah, ich muss ein bisschen reinzoomen. Ja, es ist ein bisschen tricky. An der Stelle wollte ich hier an dem ehemaligen bzw. es ist ein Sportflughafen vorbei, um zu diesem militärischen Sperrgebiet zu gelangen. Das ist der Gangelbruch oder Bockenberge. Und wir radeln dann wieder Richtung Süden weiter. Ja, und kommen dann wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt an dem Waldfriedhof. Ja, wie ihr seht, begrüße ich euch höchstpersönlich mal selbst im Bild. Und schon geht es auch los von diesem schönen Parkplatz aus, wie gesagt, diesem Waldfriedhof. Dort kann man wirklich gut parken. Und wir sind schon, wie gesagt, jetzt auf dem Weg in Richtung Halterner Stausee. Ja, der Nachteil ist hier bei diesem schönen Parkplatz, dass man hier, wie ihr seht, gerade ein Stückchen an der Landstraße entlang radeln muss. Aber es ist halt nur ein ganz kurzes Stück. Und ja, wie im Video hier zu sehen ist, geht es dann auch schon neben der Straße auf einem separaten Waldweg weiter. Ja, und hier geht es dann auch quer durch ein kleines Waldgebiet. Das nennt sich hier Wacholderdüne Sebelheide. Ja, gut. Wie auch immer. Dieses Waldgebiet werden wir dann gleich erreichen. Hier sind wir schon am Waldrand und durchqueren das kurz, um dann auf dem Flesheimer Damm rauszukommen. Das ist dann auch eine größere Landstraße auf jeden Fall. Diese quert dann die Hullerner Straße. Ja, da ist immer ein bisschen viel Betrieb natürlich, ne, wo da die ganzen PKWs und Motorräder entlang fahren, um sich dann am See ringsrum ihre entsprechenden Parkmöglichkeiten zu suchen. Ja, wie ihr seht, hier durchfahren wir gerade den eben genannten Wald. Sehr schön, viel, viel Grün, viel Natur, viel gute Luft. Kann man also auch gut an heißen Sommertagen fahren. Übrigens die gesamte Tour. Ja gut, es geht natürlich dann mal kurz durch den Ortsteil, wie ich schon sagte, da von Haltern
Aber das ist auch recht angenehm, das kleine Örtchen oder der Ortsteil von Haltern, im Norden gelegen vom Halterner Stausee. Also das ist, finde ich, keine große Sache, da mal eben durchzuradeln. Ja, dieser kleine Ortsteil ist so ein bisschen langgestreckt, Stockwiese. Ja, und man kommt dann oben an der Südermühle heraus. Ja, wir erreichen jetzt hier, wie gesagt, schon den entsprechenden, die Landstraße, den Flesheimer Damm. Und wir fahren jetzt hier ein Stückchen parallel zum Stockwieser Damm. Und ja, dort sind auch ein paar Parkplätze, aber naja, die waren dann schon alle belegt. Ja, man ist halt am Halterner See sehr beliebt. Wie ihr seht, ist viel los hier. Wir kommen jetzt schon in Ufernähe. Ja, hier ist übrigens auch noch ein Parkplatz. Hier gibt es Eis. Wer es mag, kann hier mal eine kurze Pause einlegen. Ja, und wir fahren jetzt hier durch den Wald. Wir sind jetzt eigentlich hier direkt südlich vom Halterner See. Beziehungsweise ist hier der Einlauf von der Stever. So nennt sich dieses Bächlein oder Flüsschen, was dann in den Halterner See einmündet. Und wir sehen natürlich viel Wald, klar. Ne? Das ist ja auch der Sinn einer schönen Sommerradtour, zumindest aus unserer Sicht. Ja, um bei großer Hitze nicht gerade unbedingt in der Sonne radeln zu müssen. Ja, hier sind wir auch direkt am Ufer mal. Man kann nach rechts schauen und hat einen schönen Blick auf den Halterner See, wenn nicht gerade viele Leute unterwegs sind. Ja, und wir erreichen jetzt gleich auch den Kletterwald. Der war hier gerade zur Linken, beziehungsweise hier sieht man noch so ein paar Ausläufer. Man radelt also direkt daran vorbei. Ja, und ein Stückchen weiter ist dann auch hier schon ein nettes Ausflugscafé, nennt sich Jupp, der Erlebnisgarten. Okay, wer es denn mag, also da ist mit Selbstbedienung, dort haben wir auch schon nett gesessen und unseren Kaffee und Kuchen gegessen. Ja, hier sind wir jetzt direkt am Südstrand, an der Bundesstraße, was ist es, 58, genau. Ja, hier gibt es dann den Schiffsanleger, von wo aus man dann mit dem Passagierschiff eine nette Runde auf dem Halterner See machen kann, wer es denn will, wer es denn mag oder muss, weil er vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß ist. Ist halt immer ein bisschen viel los da an der Stelle, also da muss man immer, ja, hier geht es dann auch zum Seebad, ja, queren halt immer viele Leute dort an der Stelle den Radweg und man muss da schon ein bisschen sehr Rücksicht nehmen. Gut, ab hier geht es dann auch relativ entspannter weiter zur, ja, hier sind wir schon an dem eigentlichen Damm des Stausees, des Halterner Sees. Die Stever, die fließt dann hier wieder raus aus dem See, weiter Richtung Süden. Ja, und wir sind jetzt hier quasi schon am Ostrand des Stausees und radeln dann in Richtung Norden. Ja. Genau, jetzt biegen wir hier rechts ab und sind jetzt quasi auf der Ostseite des Halterner Stausees. Und jetzt, wie gesagt, geht es in Richtung Norden, in Richtung des Örtchens Stockwiese. Und von dort aus steuern wir dann auch auf die Südener Mühle zu. Ja, wer natürlich Glück hat, beziehungsweise nicht unbedingt gerade an einem Sonntag die Radtour macht. Es gibt da auch in Stockwiese noch einen Hofladen. Kann man sicher dann auch ein bisschen einkehren. Oder wer es denn möchte, vorhin unten im südwestlichen Teilstück von dem Halterner See
Man kann natürlich dort auch geradeaus weiterfahren und dann in das Zentrum von Haltern hineinfahren. Dort gibt es übrigens auch ein sehr nettes Fußgängerzönchen und man kann da am Markt auch ganz nett Kaffee und Kuchen oder auch Eis genießen. Ja, aber nichtsdestotrotz, auf unserer Tour gibt es auch Eis. Werden wir nachher noch sehen, weiter im Norden. Also auf der Tour muss niemand verdursten oder verhungern. Ja, das nochmal so zur Tour. Ja, bitte denkt daran auch, dass dieses Video ein 360-Grad-Video ist. Aber ich denke mal, das habe ich schon oft genug gesagt. Ihr könnt also mit der linken Maustaste auf das Bild klicken, die linke Taste festhalten, gedrückt halten. Und dann könnt ihr nach allen Richtungen euren Blick im Video drehen, wenn ihr das möchtet. Ja, mit einer VR-Brille geht es natürlich noch einfacher. Da braucht man nur den Kopf bewegen. Ja, mit einem Tablet geht es auch gut. Oder mit dem Handy. Ja, heißt ja nicht Handy, heißt ja eigentlich Smartphone. Aber gut, wir wissen alle, was gemeint ist. Ja, und wenn ihr das entsprechend bewegt, das Handy oder das Tablet, dann ändert sich auch die Blickrichtung. Ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann sind wir hier schon jetzt auf dem Weg, beziehungsweise durchqueren jetzt hier das Örtchen Stockwiese. Ja, und wie gesagt, am dessen nördlichen Ende, da gelangen wir dann zur Südener Mühle und zum Schloss Süden. Genau. Ja, was natürlich... Ja, hier sind wir schon am Schloss Süden. Wie ihr seht, man kann da auch rein und ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber es kann auch sein, dass man da Kaffee und Kuchen kriegt man da, glaube ich, nicht. Und gegenüber lag die Südener Mühle. So, wir sind jetzt hier dann aber auch schon wieder weiter unterwegs und sind dann rechts abgebogen in die Straße zum Linnert. Um dann schön außenrum um den Ort am Rand ganz östlich davon nach weiter Richtung Norden zu dem Bahndamm zu gelangen. Ja, wie ihr seht, ne, es ist hier am Waldrand, hier ist auch mal ein Stückchen, ja, also nicht gerade geteerter Weg, aber ist ja egal, man kann ihn fahren und gelangt jetzt hier wunderbar direkt am Bahndamm. Der ist jetzt zur Linken und der ist jetzt auch wieder gut, schön zu fahren, entsprechend weiter Richtung Norden. Ja, man muss hier immer ein bisschen improvisieren. Es gibt hier natürlich viele Radwege, wie ihr seht, ist auch hier nicht viel los auf diesem ja, wie heißt die Straße? Brockweg, der eben jetzt hier parallel entlang ein Stückchen, zumindest fahren wir das nur ein Stückchen, der Bahntrasse geht. Ja, hier biegen wir dann auch schon in den Niehuser Weg links ab und werden dann in die Dömener Straße nachher rechts abbiegen, um wieder weiter Richtung Norden zu fahren, zu radeln. Ja, was wollte ich sagen? Ja, genau. Also es ist ja hier, das sind so kleine, ich würde es mal Dorfstraßen nennen. Gut, an einem Sonntag oder Samstag wird sicher nicht so viel los sein hier. Unter der Woche kann ich schlecht einschätzen, aber ich denke mal, ja, da wird schon ein bisschen mehr Betrieb los sein. Ja, hier sind wir jetzt auch schon in der Dömener Straße und radeln Richtung Norden. Ja, es geht dann hier quasi Richtung Nord, ja, Nordost entlang. Und wir fahren dann, radeln dann ein gewisses Stück parallel zum Silbersee Nummer 3.
Fragt mich nicht, warum die Silberseen hier Nummern haben, aber gut, das sind wohl alles alte Baggerseen und dann hat man den einen halt Silbersee Nummer 1, 2 und 3 getauft. Also wie gesagt, dieser Silbersee, der ist auch nicht unbedingt gerade sehr klein. Er misst also eine Länge in der Längsausdehnung. Die längste Strecke ist knapp 1,5 Kilometer lang. Ja, das ist schon ein netter Baggersee. Allerdings breit ist er nur so 400 Meter. Aber immerhin. Ja, und an dessen Ende, wie ihr seht hier, das ist ein wunderschöner Weg, den man hier separat eigentlich auf so einem Fahrradweg, ja, rechts ist glaube ich so eine Art Wirtschaftsweg, wo halt eben auch PKWs oder die Förster mit ihren Buggys oder Jeeps oder Geländewagen, was auch immer, oder Lastern durchfahren. Aber hier die Spur fand ich ganz toll, ist sehr idyllisch, wie ihr seht, viel grün, auch schön schattig, also sehr zu empfehlen, auch an heißen Tagen. Ja, und am Ende dieses schönen Weges werden wir dann, wie ihr hier gerade seht, auch einen Eiswagen erreichen. Ja, wie ihr seht, ist natürlich auch viel los. Ja, und wir haben uns natürlich auch unser Eis gegönnt. Ja, und jetzt geht's links abgebogen in die Sandstraße. Das ist so ein bisschen nordwestlich in die Richtung, um, wie gesagt, dann zu dem Heubach zu gelangen. Im Grunde genommen habe ich da hier quasi so einen kleinen Schlenker gemacht. Ja, ich hätte natürlich auch direkt geradeaus an dem Eiswagen in Richtung Große Teichmühle. Das ist ein nettes Ausflugslokal und Restaurant und ja, man kann dort auch übernachten, wer es denn mag. Aber ich wollte da noch so einen kleinen Umweg machen, einen kleinen Schlenker, weil, wie gesagt, Natur ist schön, viel Grün und wir lieben das. Ja, jetzt kommen wir hier aus Dömen geradeaus. Hier rechts ist übrigens auch ein Wohnmobilparkplatz. Ja, und links seht ihr schon, sind wir am Heubach. Und radeln jetzt mal ein Stück diesen Weg entlang, um dann, ja, wie gesagt, zu dem schönen Lokal, die Große Teichmühle, zu gelangen. Ja, also ich fand das ganz toll, hier vom Weg her radeln zu können. Ihr seht, ne, wir haben hier Schatten, die Sonne steht jetzt im Süden und wir radeln jetzt quasi Richtung Osten. Ja, also gut, hier sind natürlich die Bäumchen noch ein bisschen klein. Wird wohl noch ein paar Jährchen dauern, bis die ordentlich Schatten spenden. Aber immerhin, man bemüht sich, man tut was und es ist auch ein wunderschöner Weg, wie ich finde. Ja, und hier sind wir auch schon an der Großen Teichmühle. Ja, ist ein bisschen tricky, man muss ein paar Mal links rumfahren. Hier seht ihr das Gebäude. Und hier ist die Terrasse zu rechten. Ja, wir haben schon, ja, ich wollte euch hier mal zeigen, wie wir hier sitzen. Und wie ihr seht, schön schattig, schöne Stellplätze für die Fahrräder, alles wunderbar. Ja, wir sind schon wieder fertig mit unserem Kaffee und Kuchen, den wir dort sehr genossen haben, und machen uns jetzt weiter auf den Rückweg von unserer großen Rundtour. Ja, ein Stückchen geht's leider hier neben der Straße entlang, aber gut, damit denke ich, kann man gut leben und auskommen. Dann geht es ein ganzes Stückchen wieder entlang neben der Bahntrasse. Alles jetzt in Richtung Süden. Ja,
hier ist es jetzt mal wieder leider ein Stückchen offenere Landschaft, also mit Schatten ist nicht so viel, aber das sind immer nur mal kurze oder kleinere Stücke. Ich denke mal, an sehr heißen Tagen, da kann man mit leben. Wie ihr seht, ne, sind wir hier jetzt auch schon wieder im schattigeren Wald. Ja, was kann ich noch erzählen? Ganz kurz noch zu der Wassermühle Süthen in Haltern-Süthen. Gehörte früher zum Besitz des Bischofs von Münster. 1331 tauschte der Dülmener Burgmann Wessel von Lambeck mit Ehefrau Elisabeth und deren Kinder Wessel, Adolf und Hillegrund mehrere Höfe gegen das Haus Süthen, heute Schloss Süthen nebst Mühle. Die Familie gehört zum Adelsgeschlecht der Grafen von Westerholt, dessen Nachfolger Karl Otto Graf von und zu Westerholt und Giesenberg heute noch Eigentum der Mühle sind. Ja, es gibt da auch ein Wasserrad und dieses Wasserrad wird von einem aufgestauten Arm des Halterner Mühlenbachs gespeist und treibt inzwischen ein kleines Wasserkraftwerk an. Bei 1600 Liter Wasser pro Stunde liefert es 23 kW, die in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Okay, wir steuern hier weiter durch schöne Waldgebiete, im Großen und Ganzen weiter Richtung Süden auf die Borkenberge zu. Die Borkenberge sind ein kleiner eiszeitlicher Höhenzug aus Sandstein, der fast vollständig von einem ehemaligen Truppenübungsplatz der britischen Rheinarmee bestimmt wird. Das Gelände wird vom Bundesamt für Immobilienaufgaben verwaltet. Außer einer Ansiedlung an ihrem Nordrand in der Nähe des Flugplatzes Borkenberge, der von Flugzeugen der allgemeinen Luftfahrt für Freizeitflüge, Ausbildungsflüge und Geschäftsflüge genutzt wird, sind sie unbewohnt und werden von nur zwei Kreisstraßen durchquert. Der Zugang ist bis auf wenige Wege nicht gestattet. Am Opferstein finden sich Felsbänke aus Sand, der durch eine Mischung von Kieselsäure und farbigen Eisenverbindungen zementiert ist. Auf dem Fischberg, der höchsten Erhebung der Borkenberge, befinden sich Fundamentreste eines ehemaligen Feuerwachturms aus Stahl. Der Turm existierte bis 1975 und wurde beseitigt, um den Übungsbetrieb auf dem Truppenübungsplatz nicht weiter zu stören. Ja, wir sind jetzt hier schon zur linken Hand ist, wie gesagt, eigentlich dieser Flugplatz Borkenberge. Ich denke mal, der wurde sicher auch von den Briten früher im Sinne des Truppenübungsgeländes genutzt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob da auch asphaltiert ist oder war. Jedenfalls, ja. Ach so, hier sind wir übrigens auch an einer Stelle. Da hat man einen wunderschönen Blick in dieses heideartige Gelände. Sehr viel Sand. Nach neuestem Stand, jetzt hier, meines Wissens nach, im April, wo ich das jetzt hier gerade kommentiere, April 2019, kann man wohl auch links weiterfahren. Man hat wohl da vor kurzem auch erst den Weg freigegeben, um dann quasi in östliche Richtung auch das Gebiet auf einer solchen Straße, wie ihr sie hier seht, weiter durchqueren zu können. Also für Fahrradfahrer und Fußgänger. Natürlich ist das alles Sperrgebiet, also Autos dürfen hier schon mal nicht durchfahren. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Gelände hier auch zum großen Teil Naturschutzgebiet. Ja, was ist noch zu den Borkenbergen zu sagen?
es gibt hier auch Versuche von einer Wiederansiedlung von Großsäugern. Inzwischen ist die Wiederansiedlung von Wisente, Rothirschen und Wildpferden in den Borkenbergen im Gespräch. Das Gelände soll für Besucher zugänglich sein und von Aussichtstürmen aus eingesehen werden können. Man erhofft sich davon, neben der touristischen Attraktion, dass die Großsäuger die völlige Verbuschung und der Landschaft verhindern und eine natürliche Artenzusammensetzung wiederherstellen. Ja, wie ihr seht, es wird also viel unternommen, um dieses ehemalige Truppenübungsgelände, ja, hier seht ihr gerade die Schranke, wie gesagt, für Autos gesperrt, auch wieder interessant zu machen, für die Natur und auch für die Bürger zugänglicher zu machen. Ja, hier sind wir jetzt auch ein Stück weit auf einer Landstraße unterwegs. Gott sei Dank nicht viel Verkehr. Wir biegen schon wieder links ab und steuern jetzt von Norden her wieder auf den Halterner See zu. Ja, was kann man noch zum Halterner See sagen? Bezüglich Freizeitmöglichkeiten. Ja, was gibt's da Schönes? Alles, was man machen kann. Wassersport ist lediglich im Nordbecken erlaubt. Neben dem Seebad Haltern mit einem 800 Meter langen Sandstrand für Badegäste ist auch das Segeln möglich. Es gibt dort mehrere Segelvereine. Surfen ist auf dem See nicht mehr gestattet. Dies darf jedoch auf dem Silbersee 2 betrieben werden. Dort ist auch die Surfabteilung des TUS Haltern beheimatet. Mit einem Ausflugsschiff namens Möwe finden Fahrten über den See statt. Ferner existiert ein Bootsverleih für Tret- und Ruderboote. Im unmittelbaren Umkreis des Halterner Stausees sind diverse Campingplätze und Gastronomiebetriebe zu finden. Motorbetriebene Boote dürfen auf dem Halterner Stausee nicht gefahren werden. Ausnahmen sind das erwähnte Fahrgastschiff Möwe, Boote des Betreibers Gelsenwasser AG sowie die Motorboote der DRL AG. Ja, hier sind wir, glaube ich, auch schon wieder mit Blick rechts könnte man den Halterner Stausee sehen. Ja, hier müsste auch links die Jugendherberge sein. Da kann man dann hingelangen, also für jüngere Leute, die entsprechend auch mal an den Halterner See möchten. Ja, wir haben gerade die Steva wieder überquert und sind weiter in Richtung Süden auf dem Rückweg. Ja, hier war gerade noch mal, also an der Stelle ist ein kleiner Parkplatz und man kann da natürlich auch Glück haben. Eigentlich ist da immer ein Eiswagen. So, und wie gesagt, wir sind jetzt weiter Richtung Süden unterwegs. Zur Linken ist jetzt auch noch mal ein Parkplatz. Der ist auch schön schattig. Ich denke mal, wenn man früh genug da ist, bekommt man da auch noch einen Parkplatz. Ja, hier überqueren wir jetzt die B58 weiter Richtung Süden und wir biegen wieder in den Wald ein. Was ich ganz am Anfang erwähnt hatte, die Wacholderdünen Sebelheide wird mit 2b geschrieben. Ja, wir durchqueren die. Übrigens kann man ein Stückchen weiter östlich, da gibt es auch wirklich ein Heidegebiet, die Westrupper Heide. Wer es mag, wird sicher sehr schön warm werden dort. Wir wollten die mal ein andermal, hatte ich gedacht, ach komm, wir fahren da mal mit dem Rad durch und durchqueren das. Also für Fahrräder ist das dort gesperrt. Also das kann ich euch schon mal vorweg sagen. Ist auch nicht wirklich gut zu fahren.
denke ich mal, also stellenweise sehr sandig, ne? Ja, wie gesagt, wir sind weiter Richtung südöstlich unterwegs zu unserem Ausgangspunkt, zum Waldfriedhof. Sehr schöner Parkplatz, kann ich euch nur wärmsten empfehlen. Nachteil, kleines Stück an der Landstraße muss man direkt am Anfang, wenn man startet, dann fahren. Oder gleich, wenn wir zurückkommen, seht ihr es ja auch nochmal. Ich möchte mich schon mal an dieser Stelle von euch verabschieden. Und wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß beim Nachradeln. Ihr und euer Fahrradkanal. Tschüss und Ende, sage ich schon mal.